Es ist 0.17 Uhr und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Folge. Hier spricht wieder Züge Max aus der S2, diesmal bei Castrop Rauxel Hauptbahnhof. Während der erste Teil der Folge exportiert, werde ich schon mal hier die Moderation für die zweite Folge einleiten. Hier erfahrt ihr dann unseren restlichen Beitrag zum Thema Oberstufe. Wir freuen uns, dass ihr auch den zweiten Teil hört und wünschen euch sehr, sehr viel Spaß mit dieser Folge. Damit eine gute Nacht, einen guten Morgen, einen guten Mittag oder einen guten Abend, wann auch immer ihr uns hört. Ich würde sagen, Fazit zur Oberstufe, let's go, Max. Also erstmal hoffen wir aufs Beste, dass wir beide nicht in Mathe nachprüfen müssen. Wenn ich in Mathe nachprüfen muss, dann bin ich traurig. Kommen wir zum Fazit zur Oberstufe. Ich möchte zunächst die EF als nicht bezahlten Urlaub darstellen. Warum tue ich dies? Die gesamte EF, lieber Abi-Jahrgang 2024, ihr müsst mich nicht anschreien. Alles okay, lasst mich erklären. It's alright. Meine EF war geprägt von Freistunden. Ich hatte wirklich, kann man überdurchschnittlich viel frei sagen? Oder ist das übertrieben? Keine Ahnung. Ich hatte ziemlich viel frei und war auch ziemlich viel unterwegs. Ich war zum Beispiel mal in Freistunden. Ich hatte morgens die erste Stunde Geschichte und dann erst die sechste Musik. Ich war zwischendurch in Düsseldorf und ich bin pünktlich in meinem Musikgrundkurs gespawnt, was überaus interessant war. Gerade auch bei Freistunden, zumindest in den ersten drei Wochen der EF, noch besonders und neu waren. Dann Italienisch habe ich eigentlich schon schlecht geredet, aber ich muss sagen, es waren 3 Jahre Italienisch, die so abgelaufen sind. Deswegen, wenn ihr denkt, ihr werdet unfassbar viel in einer neuen Sprache mitnehmen, es muss nicht so sein. Es kann so sein, es muss nicht so sein. Dann kommen wir zu einem Teil, der das Leben in der Oberstufe ziemlich stark beeinflusst hat, nämlich Lockdowns und Homeschooling. Wir sind ja die Stufe, die, glaube ich, am meisten durch Corona betroffen war, was Homeschooling angeht. Und auch nein, was... eigentlich nicht. Eigentlich die Stufe vor uns war am meisten zu Hause, gerade wenn man auf die Q1 und Q2 guckt. Also nein. Okay, dann sind wir nicht die meisten, sorry, dann habe ich das falsch in Erinnerung gehabt. Jedenfalls waren wir trotzdem ziemlich davon betroffen. Dieser Podcast ist ja auch in der Corona-Zeit damals entstanden. In der Hochzeit ging die Vorbereitung los. So im März haben wir ja, glaube ich, letztes Jahr die erste Folge veröffentlicht. Wir haben im April die erste Folge veröffentlicht. Also nein, der Podcast wurde im April aufgenommen, Ende April. Idee kam im Februar, umgesetzt haben wir sie erst nach unseren Klausuren. Und wir waren ab Ende Februar auch wieder in der Schule mit der Q2. Stimmt. Ja, ich hatte nur Erinnerung, dass wir auf jeden Fall im März die erste Aufnahme gemacht haben. Nein. Das weiß ich noch. Doch, wir haben im März schon mal eine Aufnahme gemacht. Nein, wir haben die Ende erste März. Aufnahme in den Osterferien gemacht. Ja, Ende März. Und das war im April. Ende März. Nein. Ich kann dir das Datum sagen. Google Osterferien 2021. Ich weiß, dass ich an dem Tag die Cargo-Unit gemacht habe in Castrop, bevor wir aufgenommen haben. Und ich kann dir sagen, es war in den Ferien. Warte, ich google es jetzt. Osterferien? Cool, das Ende März war noch in den Ferien. Nein. Doch? Nein. Doch? Ich war am 31.03. in Wuppertal und Max, war in Ferien. Max, wir haben im April die Aufnahme gemacht. Ich bin mir sicher, egal. Ende März. April. Anfang April, wir irgendwo hatten da. Drei Aufnahmen. Wir haben im April. Red vom ersten Versuch. Nein. Dass du mir jetzt ein Flugzeug zeigst, Max, das heißt doch gar nichts. Ich suche jetzt dieses Bild und sage dir, welches Datum da war. Ich bin fast da. Ich kann jetzt auch ein Bild aus meiner Galerie raussuchen und sagen, oh, guck mal, der 29. April. Ich weiß, dass ich an dem Tag die Cargo... Egal, das diskutieren wir gleich weiter. Erstmal wieder auf GoodNotes, damit wir weitermachen können. Jedenfalls haben wir im Frühjahr, die erste Folge aufgenommen. Und ich muss auch sagen, dieses ganze Homeschooling war nicht immer schlecht. Also natürlich hat man eventuell in einigen Fächern wie Philosophie weniger mitgenommen als in Präsenz. Aber in wichtigen Fächern hat man zu Hause gesessen, sich einen warmen Kaffee gemacht und dann sich eine Stunde an die Aufgaben gesetzt und diese auch wirklich konsequent bearbeitet. Ja, eine Stunde für die Aufgaben. Willst du mich doch verarschen, dass das gereicht hat? Also bitte. Lass es mich doch schön verpacken für die Nachfolgegeneration. Doch, man braucht die scheiß Realität nicht schöner darstellen, als sie war. Hat eine Stunde gereicht, ja. Mhm. Ja, dann mindestens hat man es an den Noten später gesehen, ne, Max? An meinen guten Noten in Sovi hat man das gesehen. Das ist durchaus richtig. Verena frontet gerne. Und ich muss auch sagen, Videokonferenzen waren manchmal nervig. Manchmal haben wir was mitgenommen, manchmal haben sie Unterricht auch gut ersetzt.
Und man hat auch eine gewisse Flexibilität, die ich auch, sagen wir es mal so, gewissermaßen für eigenen Nutzen ausgelegt habe. Ich habe mal einen englischen Blogpost auf einem Flughafenparkhaus vorgelesen und das wusste die Lehrkraft. Ja, ansonsten eine Sache, die mir auch sehr positiv in Erinnerung bleibt von der Oberstufe, ist der Projektkurs Deutsch, weil das wirklich ein cooler Kurs ist. Ich empfehle es allen weiter, habe ich auch, glaube ich, schon in der ersten Oberstufenfolge gemacht. Ihr arbeitet frei an Sachen, die euch interessieren. Ihr könnt einen Podcast haben, ihr könnt einen Artikel schreiben über ein Thema, was euch am Herzen liegt. Und wenn ihr wirklich was macht, was euch interessiert, arbeitet ihr da viel motivierter dran als an linearen Funktionen. Dementsprechend, wenn ihr kreativ arbeiten möchtet, nehmt einen Projektkurs, kann ich nur weiterempfehlen. Nehmt ihn nicht, wenn ihr einfach nur keine Facharbeit schreiben wollt, weil die Projektkursnote zählt doppelt und wenn ihr da nichts macht und dann zweimal eine schlechte Note habt, nicht, also kommt das nicht gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Deutschprojektkurs sehr kreativ ist, das würde ich auf einen Kunstprojektkurs schieben. Es ist in gewissem Maßen kreativ. Ich bin ein kunstunkreativ. Ich bin ein unkreativer Mensch. Für mich war das kreativ. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Punkt, den man noch ein bisschen mit dem Corona-Kram verknüpfen könnte. Warum solltet ihr alle Fächer in der EF schriftlich nehmen? Normale Menschen sagen, das sollte man gar nicht machen. In meinem Fall muss ich sagen, ich hatte damals alle meine Kurse schriftlich. Und im Nachhinein muss ich dazu sagen, ich bereue es nicht. Im zweiten Halbjahr kam eine Pandemie und ich hätte sonst viele Fächer nicht schriftlich haben können. Somit fiel mir die Entscheidung, ob ich Sovi oder Geschichte nehme, deutlich leichter. Dementsprechend, wenn ihr, also ich halte es für unwahrscheinlich, dass nochmal eine Stufe von der Pandemie in nächster Zeit betroffen sein wird, aber wer weiß, Affenpocken breiten sich ja nicht so aus, ist ja nicht extrem wie Corona, aber wer weiß, wohin es kommt, wenn ihr zur Sicherheit alles schriftlich haben wollt, wird schriftlich. Ich kann euch sagen, das Lernen für die Klausuren ist die Hölle. Ja, LK-Wahl habe ich gerade schon was zugesagt, Tablet habe ich gerade schon was zugesagt, ich habe das tatsächlich ein bisschen durcheinander geworfen. Ja, beide Q-Phasen Jahre waren eigentlich ganz gut. Ich fand, in der Q1 ging es ja langsam Richtung Abitur los und man hat dann die jeweiligen Aufgabenbereiche und Anforderungsbereiche für das Abitur abgearbeitet in allen möglichen Fächern, die man damals gewählt hatte, hat noch einen Projektkurs gehabt, hatte Literatur hat sich dann dementsprechend das komplette Jahr über teils zu Hause, teils Präsenz aufs Abi vorbereitet und wurde dann ins kalte Wasser der Q2 mit einem Klausurplan geschmissen, der meinte, nach 2 Wochen schreibt ihr die erste Klausur. Q1 war nicht besser. War halt 3 Wochen später. Ja, wow. Drei sind besser als 2. Nee, macht in dem Moment auch keinen Unterschied. Und daraufhin wurde man dann Richtung Vorabi getrimmt und es wurde von Woche zu Woche klar, langsam aber sicher nähern wir uns dem Ende von dem, was wir machen. In den Wiederholungsphasen der Q2. Hattest du die in irgendeinem Kurs nicht? Ich hatte sie in sehr vielen Kursen nicht. Also auch in sehr vielen Kursen, die ich nicht im Abitur hatte. Also ja, aber da hatte ich ja andere Fragen. Schriftlich. Aber in Deutsch hatte ich das, in Geschichte hatte ich das nicht, in Mathe hatte ich das, in Englisch halt die letzten 2 Wochen, ne? Also boah, ich hatte das in all meinen Abi-Fächern, zumindest, also in Englisch halt auch so 2 bis 3 Wochen. In Sovi haben wir da gut viel Zeit für drauf gehen lassen, nachdem wir fertig waren mit Friedens- und Sicherheitspolitik. Deutsch hatten wir zusammen. Und Mathe hat meine Lehrkraft auch eine gute Wiederholungsphase gemacht. Dementsprechend nutzt beide Stufen wirklich gut. Macht euch immer Lernzettel nach jeder Klausur. Ich habe das in Mathe gemacht. Nach ergibt doch gar keinen Sinn. Und, vor jeder Klausur, oh Gott. Vor jeder Klausur. Macht das unbedingt. Das ist sehr, sehr hilfreich. Macht die auch vor allem übersichtlich und legt sie nicht irgendwo hin, wo ihr nie hinguckt. Weil wenn ihr die verliert, müsst ihr die nochmal machen. Ja, dann habe ich noch aufgeschrieben, was das beste Fach war. Das war selbstverständlich der Sovi-LK. Ich höre schon Schreie von der anderen Seite, dass Geschichte besser ist, aber die Diskussion hatten wir in diesem Podcast schon ziemlich häufig. Und am unnötigsten, ich weiß nicht, ob ich Philosophie oder Italienisch unnötiger fand, aber in Anbetracht der Tatsache, dass Italienisch so oft stattgefunden hat, würde ich dann noch glatt Italienisch nehmen. Kommen wir zu meinen letzten beiden kleinen Punkten. Was habe ich mitgenommen und was werde ich vermissen? Mitgenommen habe ich auf jeden Fall einiges Wissenswertes, zum Beispiel auch zur NATO, was gerade in der aktuellen Zeit interessant ist, auch wenn es zu Existenzkrisen führen kann, wenn man nicht versteht, warum gewisse Diktatoren sich ein neues Land aneignen möchten. Ich habe einen guten Freundeskreis, gute Erfahrungen in der Schülervertretung, gute Erfahrungen im Generellen mitgenommen und ich habe auch meine Einstellung mitgenommen, dass man einfach immer irgendwie positiv bleiben muss, egal wie schlecht es aussieht. Ansonsten ist die Schulzeit nicht schön. Ich habe einen wunderbaren Podcast mitgenommen, der mir bis heute immer noch sehr, sehr viel Spaß macht. Und
ich habe auch viele, viele neue Musikimpulse mitgenommen, falls man das so sagen kann. Das ist mir aufgefallen. Zwischen Q1 und Q2 hat sich mein Musikgeschmack zum Beispiel auch ziemlich verändert. Und vermissen werde ich auf jeden Fall den Pizza-Wechselblock und Donnerstags vierte Stunde. Gute Zeit. Und in jedem Falle auch das SV-Büro, die SV und auch das Miteinander in der Schule fand ich persönlich überwiegend schön. Teilweise gab es auch mal Zeiten, da war das ein bisschen anstrengender. Stichwort Kuchenverkauf. Ha. Oh nein. Soll ich noch Aula-Küchenschlüssel sagen oder soll ich weitermachen? Oh, sag doch noch SLZ-Schlüssel, dann beende ich diese Aufnahme. Sag doch einfach Q1. Sag doch einfach Q1. Das müssen wir rausschneiden. Nein, nö, ich kann Q1 sagen. Ich werde auch später ganz genau erläutern, warum. Aber, oh, ja. Ich schneide gar nichts raus. Also ich sowieso nicht, haha. Das bleibt an mir hängen, das ist klar. Ja, und ich würde sagen, ein kleines bisschen wird mir auf dieser Podcast fehlen. Weil es immer ein sehr guter Weg war, am Freitagabend zu mal humanen, mal unhumanen Uhrzeiten Stress abzubauen, beim Planen. Den man einfach loslässt, was einen die Woche beschäftigt hat. Verena, the stage is yours again. Also, ich sag's mal so, den Stress, den man sich in der Unterstufe, besonders in der 9. macht, wegen der Oberstufe, sondern dann wegen der F, ist nicht notwendig. Also, das, was am größten wechselt, ist halt nicht mehr im Klassenverband. Man hat vielleicht ein Fach abgewählt, es geht in ein Abitur, es kommen Klausuren, in welchen, denen ihr noch nie was geschrieben habt. Das verstehe ich alles. Da braucht man auch Eingewöhnungszeit. Das hat mir damals in der allerersten Folge erzählt, wie lange es bei mir gedauert hat. Aber sonst braucht man da sich gar keinen Stress machen, man gewöhnt sich daran. Und wenn ihr kompetente Lehrer habt, dann werdet ihr in allen Dingen eigentlich gut vorbereitet. Fragt 10.000 Mal ruhig irgendwas nach, wenn ihr es nicht versteht, oder auch wegen Klausuren und sowas. Aber es ist auch für auch für die Q1, wegen LKs, braucht man auch keinen Stress machen. Ihr habt es halt dann häufiger und es steht da fest, dass diese Zeugnisse schriftlich in eurem Abitur sind, ja. Und klar, je besser ihr dort seid, desto mehr Punkte könnt ihr dort sammeln, weil die Note zweifach gewertet wird. Und natürlich, wenn ihr dort sehr schlecht seid, dann ist es sehr schnell vorbei, weil ihr dann Defizit habt und nicht mehr zugelassen seid fürs Abitur und so weiter und so fort. Aber vom System her ist eine Q1 und Q2 alles gleich wie eine EF. Und das sind die gleichen normalen Fächer, nur halt in Kursen. Also irgendwann, Oberstufe ist nichts Krasses, man braucht dann, egal was euch propagiert wird, das ist nichts. Genauso Abitur, das ist nichts, wovor man eigentlich Angst haben sollte. Also man, so, je näher man ins Abitur kommt und checkt, das ist eigentlich vom Format her wie eine Klausur. Natürlich musst du mehr wissen, das ist eigentlich das Schwierigste sozusagen, das alles zu verknüpfen, die Analysen und sowas. Die Aufgabentypen, danke NRW, dass Mathe so voll war. Und in Mathe ist es wirklich so, ihr könnt so gut sein, wie ihr wollt. Im Endeffekt kommt es darauf an, in welchem Jahrgang ihr Abi macht, weil jedes Jahr ist die Klausur unterschiedlich schwierig. Grüße gehen raus an Gebauer, ich hoffe, aber die müsst auch jetzt eh bald weg sein. Auf jeden Fall, deswegen, ich tue es wie eine Klausur, wie jeder andere, natürlich. Es ist ein anderes Maß, das ist ja klar. Aber diese Angst, die man vielleicht in der Unterstufe Anfang EF, Anfang Q1, Anfang Q2 hat, ist eigentlich nicht notwendig. Fächerwahl. Es ist wichtig, ich finde es immer noch wichtig, dass ich sehr intensiv darüber nachgedacht habe, in der 9., in der EF und auch in der Q1 bei jeglichen Wahlen. Es ist sehr wichtig, gut darüber nachzudenken. Ich glaube, weil ich so intensiv gelernt habe, bereue ich eigentlich keine Wahl. Ich bereue auch nicht, Kunst frühzeitig abgewählt zu haben. Das ist das Beste, was ich bis jetzt auch, wenn Literatur halt so mäßig war. Oder halt Musik habe ich ja halt dann in der 9. quasi abgewählt. Ich bereue eigentlich keine Wahl. Ich bereue nicht meine Abiturwahl. Wenn ich mal gucke, welche anderen Fächer ich zur Verfügung hätte, war das wahrscheinlich das Beste, was ich hätte machen können. Und mal schauen, was für Noten kommen. Aber was soll ich denn sonst nehmen? Welche anderen LKs, welche anderen Fächer im Abitur? Hä? Da bleibt kein Bio, Französisch, so wie oder so übrig. Was soll ich mit Französisch, was soll ich mit Bio und so wie? Ja, auf jeden Fall. Denkt gut darüber nach. Nichts von anderen Leuten abhängig machen. Ihr könnt Abitur schaffen. Ja, wie gesagt, EF-Umstellung braucht Zeit, aber das ist nicht so schlimm. Schriftlichkeit. Ich habe ja, wie gesagt, in der EF die Methode gemacht, ne? In dem halb ja das schriftlich, in dem anderen das.
hat natürlich im zweiten Halbjahr dann nichts gebracht, weil dann war es mit Corona, aber ich hätte Geschichte im ersten Halbjahr schriftlich gehabt, das hatte mir auch gereicht. Aber wie gesagt, da ich jetzt nicht glaube, dass so schnell wieder Lockdowns kommen, nimmt das so abwechselnd. Und auch wegen, ich habe ja dann auch Bio schriftlich gelassen, obwohl ich wusste, dass ich wegen Mathe es auch nicht mehr schriftlich haben müsste, weil ich Mathe im Abitur hatte. Aber hat dann meine Note sehr oft geholfen, was ich auch besonders jetzt in diesem Halbjahr gesehen habe, ohne Klausur. Auch da überlegt es euch gut. Könnt meistens im Halbjahr die Sachen abwählen, ob ihr ganz abwählen oder Schriftlichkeit abwählen. Chaos. Von allem, was angeboten wird und wie das in der Schule ist, war Deutschlandgeschichte wahrscheinlich für mich die beste Wahl. Aber einfach nur, wenn man das im Vergleich zu anderen Fächern setzt. Nicht, weil ich Deutschlandgeschichte jetzt über alles liebe. Ja, Freistunden und Podcast. Freistunden waren schön, aber ich wäre oft einfach gerne früher zu Hause gewesen oder wenn ich 2 Stunden in der Schule bleibe. Und dann zu sehen, dass ich kein deutscher LK habe, weil die Lehrkraft dann eine Besprechung der Stunde hat, fühlt man sich eigentlich grundsätzlich verarscht. Und dann zitiere ich ein Lied, ich bin nicht wütend, ich bin enttäuscht von meinem Leben. Das, so habe ich mich in dem Moment gefühlt. Und es war noch witzige Freistunden, klar, der Podcast ist dann irgendwann entstanden, was Arbeit war. Aber so immer einer an, ja, wahrscheinlich, wenn wir diese Folge in 2 Teilen an 34 Folgen kommen, genau. Q2, klar, wenn das Abi näher rückt oder Vorabi ist man im Stress auf Vorabi. Auch das Wort Vorabitur klingt einfach viel zu krass, als es im Endeffekt ist. Es sind halt normale Klausuren, aber die Vorbereitung ist halt heftig sozusagen. Aber klar, man macht sich Stress im Abi im Endeffekt. Sagen wir es mal so, lebt mit der Einstellung, ihr könnt es nicht aufhalten. Also es wird näher kommen, es wird auch irgendwann passieren. Macht das Beste in der Vorbereitung draus. Es gibt Fächer, die einfach scheiße waren. Sport, Kunst, Musik, Literatur. Also eigentlich, ich beim Steckbrief stand so Hassfach und ich so, eigentlich war jedes Fach bei mein Hassfach. Also Sport war einfach jedes Mal deprimierend. Jedes Mal. Kunst, Musik, Literatur waren unnötig. Physik hatte ich ja zum Glück abgewählt. Chemie war enttäuschend wegen der Lehrkraft. Bio war halt Bio. Ja, Französisch. Ich bin auch immer noch okay mit meinem sportlichen Schwerpunkt gewesen. Ich hatte Glück mit meinen französischen Lehrkräften in diesen Momenten. Italienisch habe ich ja gesehen, wie es läuft. Und Chemie, oh Gott, die haben Tests noch geschrieben wegen den 2 Lehrkräften. Ja, war halt eine super anstrengende Zeit. Schön, dass wir in der F noch mindestens ein halbes Jahr lang den Bioraum da nutzen konnten. Danke auch, dass man das jetzt wieder eröffnet hat, wenn wir weg sind. Dass man die Räume abschließt und wir keine Räume zum Lernen, zum Vorbereiten haben. Dafür bin ich natürlich auch sehr dankbar. Ironie. An. Fazit zur Schulzeit, was werde ich vermissen? Gar nichts. Also klar, Freunde, aber Freunde haben nichts mit Schulzeit zu tun. Klar, man sieht sie am häufigsten, aber ich sag's ganz ehrlich, wie es ist. Oberstufe war schön und gut. Ich habe meine Freunde viel seltener gesehen im Unterricht. War natürlich meine flexiblere Zeit, war mal schön mal andere Leute sehen. Aber ich werde nichts vermissen. Ich bin froh, dass ich weg bin. Das, was ich vermissen werde, hat aber nichts mit der Schule oder dem Ort zu tun. Es war super anstrengend, super viel Stress. Kein Bock. Was nehme ich mit? Nichts Lebensnotwendiges, ehrlich gesagt. Ich nehme mit, dass es super anstrengend war, auch Homeschooling super anstrengend war. Homeschooling lernen ist scheiße, wenn du wegen Quarantäne Klausuren verpasst und das dann irgendwie nachholen musst, neben Homeschooling auch super scheiße. Tests nicht mehr zu haben, keine Masken, auch super toll, Ironie. Was nehme ich mit? Ich nehme mit, dass es eine Hölle war, dass ich mich durchgekämpft habe. Aber schauen, wie es mein Abitur ist, ob mein Abitur meine Note abspiegeln wird oder nicht. Oder ob jetzt einmal Mathe und Englisch das runter, die Note runter machen. Mal schauen. Ich würde nicht vermissen, ich bin froh, dass ich weg bin. Ich dachte, du machst jetzt schon mit dem Punkt unten drunter weiter zum generellen Fazit zur Schulzeit. Deswegen habe ich dich reden lassen. Alles gut. Dann schiebe ich da mal ein. Ich habe ja auch schon hervorgenommen, was ich mitnehmen werde, was ich vermissen werde. Ergänzt das aber auch nochmal um meine Patenklasse. Falls es jemand von euch hört, es tut mir so unfassbar leid, dass ich euch irgendwann nicht mehr gesehen habe. Es war Corona und dann hatte ich in den Freistunden Arbeit und dann war ich weg. Es tut mir unfassbar leid. Grüße auch an die Antirassismus-AG. Ich hoffe, das Grundgesetz, was ich euch geschenkt habe, wird für immer in diesem Raum als Souvenir bleiben. Stell dir vor, so, es bleibt ja wirklich, weil manche Schränke werden ja ausgekommen, dann so in 10 Jahren wird der Raum anders genutzt. Dann findet man dieses Grundgesetz von irgendwelchen alten Q2-Schülern. Da war auch kein Datum reingeschrieben. Die werden sich fragen, was ist das? Warum haben die das hier wir haben ja noch einen Sticker draufgegeben. Ich glaube, das kann in 10 Jahren. Wir hatten ja mal beim
Schulfest 2016, als meine Schuhhalle neue Sporthalle eingeweiht hat, diese Zeitkapsel verbaut. Da war ich in der 6. Klasse. So werden sich die Leute auch fragen, was haben die Leute da reingeschrieben? Und ich weiß nicht, wann das ausgepackt wird, aber nicht, wenn wir hier sind. Du hättest in die Zeitkapsel ein Grundgesetz schmeißen müssen. Ich war 12 Jahre alt. Ich weiß, aber es wäre für den Gag, wie unsere Verfassung heißt. Ja, aber es wäre für den Gag lustig gewesen. Die Leute hätten sich gefragt, warum ist da ein Grundgesetz drin? Dann hätten sie den Podcast gefunden und da. Damals war der Podcast ja auch noch nicht in Planung. Ja, das Grundgesetz nehme ich auch als wichtigen Bestandteil meiner Schulzeit mit. Ich erinnere mich daran, wie ich auf der Couch liegend im SV-Büro 5 Grundgesätze bestellt habe. Aha, und deswegen konntest du deine Patenkinder nicht bestellen. Du hattest nicht besuchen, du hattest Arbeit, hat er gerade gesagt. Stunde. Jetzt sag mal nichts, das war unsere Freistunde. Die haben wir immer produktiv genutzt. Zur Not mit Donuts. Oder Flammencroissants. Amen. Ja, ich klaue auch bei Verena nochmal 2, 3 Pünktchen, die, wenn ich drüber lese, ganz gut aussehen. Nämlich, was würde ich meinem 5. Klasse ich sagen? Ich würde meinem 5. Klasse ich sagen, mach entspannt. Ich glaube, meine Arbeitsmoral hat in 12 Jahren Schule exponentiell so sehr nachgelassen und ich bin trotzdem halbwegs gut durchgekommen. Ja, das ist okay. Ich sollte mir dafür nicht im Voraus Vorwürfe machen. Im Nachhinein geht es. Ich bin damit zufrieden. Ob andere mit meinen Leistungen zufrieden sind, ist die andere Sache. Ja. Ansonsten wäre ich mit dem Punkt, glaube ich, tatsächlich erstmal fertig. Ich würde gleich noch was hinzufügen. Verena, möchtest du erstmal... Ja, Fazit, Schulzeit anstrengend. Toll, dass ich Freunde hatte. Toll, dass ich, wer weiß, wie viele Streits durchmachen musste und Ungerechtigkeiten... Man will ja alles gerecht machen, aber wenn es dann nicht so läuft, dann sagt man, ja, das Leben ist auch nicht gerecht. Ich hatte in diesen ganzen Jahren ein bestimmtes Motto in Bezug auf Schulengagement. Das hieß, boah, kann ich das jetzt genauso ausdrücken, wie ich das immer gesagt habe? Wahrscheinlich nicht, oder? Ach, zur Not schneide ich es raus. Schieß los. Also ich hatte ein Kosewort für die Schule. Ich werde es jetzt nicht sagen, warum man mit seinem Gesetz rausschneiden, aber es war eine Beleidigung. Deswegen fügt irgendeine Beleidigung ein. Ich meinte, für Beleidigung. Warte, wie habe ich das gesagt? Für den Beleidigung. Warte. Für diesen Beleidigung möchte ich nicht mehr tun, als ich so schon tue. Ich muss hier lernen, hier sein und so weiter. Ich möchte in der Freizeit nicht mich mehr damit beschäftigen und länger an diesem Ort sein, als ich sein muss. Und das ist natürlich so ein klar, ich bereue es nicht, weil ich hatte genug zu tun. Und wenn ich da mal nichts für Schule tun hatte, habe ich die gerne anders genutzt, als noch irgendwas hierfür zu planen, SV aktiv zu sein, Stunden dafür zu opfern, irgendwelchen Sitzungen. Nee, überhaupt nicht. Also ich bin froh mit meinem Motto für diesen Beleidigung. Möchte ich nicht mehr tun, als ich so schon tue. Genau. Es war eine anstrengende Zeit, viel zu viel. Ich habe dort natürlich Freunde gefunden. Ich habe unterschiedliche Lehrer kennengelernt, unterschiedlich gute, manche war ich so, boah, voll gut, danke, die helfen mir richtig, ich verstehe das, andere waren so, aha, also sie haben wahrscheinlich den pädagogischen Teil ihres Studiums geschwänzt. So wirkte es manchmal. Andere waren so, wow, sie waren wohl anwesend, das sieht man, weil es läuft richtig gut und auch in der Klasse ein schönes Klima und nicht so, als ob ich mir denke, ah, die eine schreit jetzt schon wieder und sie tun nichts und ich kriege Kopfschmerzen und ich gehe jetzt einfach auf Toilette. Aber ich musste wirklich auf Toilette. Aber ich war so, als ich aus dem Klassenraum rausging, boah, wie ruhig ist es auf dem Flur. Kann ich nicht einfach hier sitzen bleiben? Ja, hatte unterschiedliche Lehrkräfte. Es gab gewisse Stufen, die ich gar nicht abhangen konnte, die sich einfach scheiße gegenüber uns verhalten haben, einen Ton ergriffen haben, der ihnen nicht zusteht. Da haben wir eine schöne Antwort zurückbekommen, gerade auch in der Mottowoche. Liebe Grüße an die Person. Was will ich meine 5. Klasse ich sagen? Das Gleiche, was ich vielleicht meinem 9. Klasse oder EF ich oder Q1 ich sagen würde, alles, was die euch erzählen von weiterführende Schule, Gymnasium, Abitur, bla bla bla, es ist nicht so schlimm, wie es wirkt. Und je näher du kommst, desto mehr verstehst du es, desto mehr erblickst du, was das ganze Konzept ist. Und auch wenn du nur eine Person in der Klasse bis jetzt kennst, du wirst den Rest auch kennenlernen. Du wirst manche Freundschaften lesen, manche wirst denken, boah, kannst du nicht einfach die Fresse halten. Für so unterschiedliche Sachen durchnehmen, nehmen wie sie ist, nehmen die genug Freizeit, mehr als ich es jetzt schon getan habe. Du machst mehr, gönn dir Zeit, sag deine Meinung,
Ignoriere die meisten, mach, was du möchtest, zieh an, was du möchtest, iss, was du möchtest, sag, was du möchtest. Und es wird nicht so schlimm, wie du denkst. Es wird gut, vielleicht sogar besser, als du denkst. Und du bist froh, wenn du weg sein wirst. Ja, ich hätte mir mehr Bänke gewünscht und auch nicht Lehrer, die sagen, wir können es nicht in der Nähe des Parkplatzes aufhalten, weil wir dann überfahren werden. Okay, waren nicht auf dem Parkplatz, aber das Antwort. Erinnert mich an Kundenbetreuer, die keine Fahrzeugausbildung haben und dich anscheißen, wenn du vor der Tür stehst, weil du könntest ja eine Türstörung verursachen. Während diese fucking Tür geschlossen ist, das ergibt technisch null Sinn. Ja, wenn ich gleich die Tür vor meinem Zimmer zuknalle, könnte es sein, dass die Decke runterfällt. Es gibt Häuser, da ist das nicht unrealistisch. Musst du auch so sehen, ne? Ja, deswegen soll ich jetzt gar nichts mehr machen im Leben? Das war wirklich das Tod. Das war so ein geiles Gespräch immer mit den Lehrkräften. Damals ist wieder diesen Parkplatz gesagt. Pass auf, dass du nicht überfahren wirst. Jo, hier fährt auch jeder Amok über diesen Weg zum Gebäude, kann ich die Lehrer laufen. Kann ich anmerken, ich zitiere, macht ihr einen Sitzstreik? Weil wir da einfach manchmal auf dem Boden saßen, wenn es warm genug war, weil es keine Bänke gab. Nein, wir machen keinen Sitzstreik. Aber wie sollen wir uns jetzt sonst gut versammeln, dass wir jeden sehen? Oder mal Frau Hofmann, die vorbeigegangen ist. Und dann eine Person zu ihr meinte, Frau Hofmann, Gott ist doch bisexuell. Und dann Frau Hofmann nur meinte, gibt es Gott überhaupt? Und ist weitergegangen. Ich werde das nie vergessen. Weil Frau Hofmann sich dachte, worüber reden diese Achtklässler hier? Wir hatten sehr verschiedene Gespräche. Ja, aber ich glaube, Oma, dass ich so diese Pause brauchen, die, um gleich gut in Deutsch zu sein. Das ist so, glaube ich, hat sie das wahrscheinlich wahrgenommen. Genau. Dazu kriegen wir bestimmt eine WhatsApp, wie sie das wahrgenommen hat, wenn sie sich noch daran erinnert. Glaubst du, sie erinnert sich noch daran vielleicht? Also wahrscheinlich wird sie sagen, Verena, das ist doch bestimmt nie so passiert, aber doch, ich erinnere mich sehr gut daran. Ich erinnere mich auch noch an den Blick. Das war dieser, habt ihr auch diese Perspektive schon mal gesehen? So, ich erinnere mich sehr gut daran. Ich habe danach sehr lange gelacht. Genau. Maxi, möchtest du dieses Zitat dort vorlesen? Ja, ich würde als, ich glaube, dann sind wir sogar durch, ne? Ja, das reicht mit Fazit, was wollt ihr noch von so alten Knackern hören? Ja, wir fast Rentner, ne? Das ist ja nicht immer so spannend. Allerdings, liebe Grüße an eine bestimmte Lehrkraft, denn der wichtigsten Philosophie-Lehrkraft dieser Schule haben wir in der Q1 einen Schoko-Nikolaus über die SV geschenkt. War das nicht Q2? Also im Dezember? Über die Nikolaus-Aktion, die diese Lehrkraft da war. Vor uns und, in der Q1 war die Lehrkraft gab. Auch da. Nee, das war Q2. Sorry. Ich hab wieder verkackt. Ich bin echt reif für die Rente. Ich bin wirklich... Ich hab schon Altersdemenz. Ich werd auch... so mit, alles, was so mit Zeiträumen zu tun hat, in dieser Folge hat das... Ich so... Ah, wir haben im April die erste Folge rausgebracht. Das diskutieren wir nach dieser Folge noch aus. Dass die Folge im April rauskam, steht fest. Es geht darum, wann die erste Aufnahme gemacht wurde. Das diskutieren wir gleich. So, nochmal von vorne. Der wichtigsten Philosophie-Lehrkraft dieser Schule haben wir damals in der Q2-Nikolaus-Aktion. Ne? Richtig? Amen. Das ist doch einfach Dezember. Im Dezember. Einen Schoko-Nikolaus geschenkt. Und wir würden uns noch auf eine Antwort auf unsere kleine Frage dazu freuen. Theoretisch. Ey, das ist so spontan entstanden und so spontan diese Frage. Es ist nicht beleidigend gemeint, es sollte eher ein Witz sein. Frau Hofmann verstanden, dass das von uns kommt. Bei Frau Hofmann bin ich unseren Namen drauf geschrieben, aber das, was wir drauf geschrieben haben, das hätte nur von uns kommen können. Es war keine Entschuldigung für die Kunst, für die ganzen Affronts, wie sagt man das denn auch? Ja. Jungs. Das war jetzt kein Angriff oder so. Das war halt einfach witzig gemeint und eine nette Aktion, aber nicht keine. Frau Hinks meinte schon, dass das eine Entschuldigung war. Das war keine Entschuldigung. Wie Kunst und Musik sehen wir immer noch im gleichen Licht. Also Kunstunterricht und Musikunterricht. Wir haben nichts gegen Kunst und Musik im Generellen. Ich finde es immer komisch, dass die eine Mona Lisa dort in einen Torte auf die geworfen wurde. Hast du es mitbekommen? Ja, das habe ich heute noch gesehen. Deswegen, das will ich jetzt nicht machen mit Kunstwerken, aber mit dem Kunstunterricht. Okay. Ich sehe dich in der Schule, in diesem Vorbereitungsraum, wie du einfach Sachen Richtung Raum wirfst. So nach dem Motto, ich werfe Kunst. Aber glaubst du, Frohmann wird uns vorenthalten, dass ihre Abiturienten 1+ hat? Ich glaube, das wird das Erste sein, was in der WhatsApp steht, die wir bekommen. Okay. Dementsprechend würde ich sagen, bedanken wir uns fürs Zuhören. Hoffen, dass die guten alten Rentner und OGs euch ein paar Lebenstipps mitgeben konnten. Lebenstipps, oh Gott. Wir wünschen euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend und ein ikonisches Ciao.